Heute ist Freitag, der 13. Ihr seid wieder beim InPixels App-Vent und auch heute gibt es eine App, mit der ihr eventuell keinen so schlimmen Freitag, den 13. habt, nämlich der App Sleepbot. Sleepbot ist eine App, mit der ihr wesentlich besser schlafen könnt. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert sehr, sehr gut. Man hat hier die Möglichkeit, verschiedene Optionen einzustellen. Man kann jetzt hier einstellen, dass man einen schlauen Wecker einstellt, ein Bewegungstracking sowie Geräusche aufnehmen. Was ist das? Was bringt das? Ihr legt euer Telefon mit auf die Matratze und könnt jetzt hier im schlauen Wecker könnt ihr eingeben, wann ihr aufstehen müsst. Also angenommen 7.30 Uhr. Und dann könnt ihr mit diesem schlauen Wecker, sucht er quasi anhand der Geräusche, der Bewegungen, die Schlafphasen raus, in denen er euch wecken kann. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr auch schon um 7 Uhr geweckt werdet, weil ihr dann in einer leichteren Schlafphase seid. Es kann aber auch erst sein, dass ihr um 7.25 Uhr geweckt werdet. Das entscheidet der Wecker anhand der aktuellen Schlafphase. Hier könnt ihr sehen, inwiefern sich euer Schlafrhythmus verändert habt, inwiefern ihr euer Tagespensum an Schlaf erreicht habt oder auch nicht. Da gibt es Statistiken drüber, die man hier einsehen kann. Und ihr habt die lustige Möglichkeit, auch Geräusche aufzunehmen. Ich habe es auch mal ausprobiert. Es ist sehr, sehr lustig, dass man hier die Möglichkeit hat, Geräusche aufzunehmen, weil man erzählt doch das eine oder andere Lustige in der Nacht, wo man am nächsten Tag wirklich keine Ahnung hat, warum man das erzählt hat. Sleepbot, also eine tolle App und eine super Möglichkeit, um besser schlafen zu können und um hier vor allen Dingen auch erholter zu sein am nächsten Tag. Das war der InPixels App-Vent für den Freitag, den 13. Schaltet auch morgen wieder rein. Bis dahin, ciao.